Buongiorno, liebe Bundesrepublik. Wie erklärst du einem Politiker, gerade auch mal einem Wirtschaftsminister, den Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz? Und wie erklärst du ihm, was Mittelstand ist und Großkonzerne? Nun nehmen wir jetzt mal an, das hier unten ist der Mittelstand, der deutsche Mittelstand, und das sind hier die Großkonzerne, so RWE, BP und was es sich alles gibt, ne? Und jetzt ist der Staat ja generell klamm, ja? Und man will jetzt die Übergewinne abschöpfen. Und nehmen wir jetzt mal an, das hier zum Beispiel eine Biogasanlage. Biogasanlage ist momentan ja total hip. Man sieht ja auch in der ARD häufig Sendungen, dass so Dörfer und kleinere Städte komplett autark sind. Mit, wie machen die das? Mit Windenergie, haben sie ein Windrad da stehen oder zwei, drei. Dann haben sie Photovoltaik dort. Aber wir brauchen so was Grundgasfähiges. Und das ist dann meist Biogasanlagen. Und die Biogasanlagenbetreiber hatten ja von der Politik ein Versprechen bekommen, 20 Jahre bestimmte Erlöse zu haben. Also man ist eine Wette eingegangen, hat gesagt, okay, ich verlasse mich auf den Staat und mache das einfach mal. Jetzt kommt aber zum Beispiel das Hause von Herrn Habeck an und sagt, hey, ihr macht fette Übergewinne. Warte mal, das sind aber schon Shell und RWE, die machen nur Gewinne. Ja, die können ja gar keine Verluste machen, weil die können ja immer die Preise annehmen, wie sie wollen. Wir müssen ja das nehmen, was wir vom Staat kriegen als Biogasanlagenbetreiber. Und jetzt ist es so, man hat gesagt, wir deckeln das jetzt und dann machen wir 23 Cent, dann kriegt ihr nochmal 3 Cent oben drauf und alles, was da drüber kommt, das nehmen wir von euch in Form von 90% Steuern zurück. Ja, genau, 90% Steuern. Das sind ja aber jetzt keine Übergewinne, weil auch für diese Menschen, die leben ja nicht auf einem anderen Planeten oder so, ist ja auch alles teurer geworden. Ja, also alles, was du in die Biogasanlage beispielsweise reinpacken musst, aber auch die Materialien, Reparaturen, aber grundsätzlich alles, ja, ist ja wie bei euch da draußen auch teurer geworden. Und das interessiert aber jetzt überhaupt nicht, weil man nimmt einfach eine fiktive Zahl, die hört sich jetzt einfach geil an, und dann machen wir das so, dass wir von euch dann 90% zurückholen. Was wird denn passieren? Die werden reihenweise die Bude zumachen. Reihenweise. Dann war es das mit diesem Bullabü, was es ja da schon gibt. Ja, ich bin ja wirklich ein Freund von Erneuerbaren, so ist es ja nicht, aber die machen dann reihenweise pleite. Und ich frage mich auch, diese Zehntausende, Hunderttausende Haushalte, wahrscheinlich sind es sogar schon 1 Million, die halt auch Wärme, Strom, aber auch Gas von diesen kleinen, also diesen echten deutschen Mittelstand bekommen, werden reihenweise pleite machen. Und die hier, ja, die RWEs und so, die werden einfach sagen, na, warte mal, wir sind ja international aufgestellt, dann gehen wir halt woanders hin. Und der echte deutsche Mittelstand, der hier wirklich noch das Rückgrat all die Jahre war, der wird den Bach runtergehen. Und dann leben wir in einer Republik à la Banana, und dann ist ja alles verstaatlicht, dann ist es wirklich der echte Sozialismus, und ich glaube, das muss ja auch gewollt sein. Das kann doch alles anders gar nicht erklärbar sein. Unfassbar, was hier gerade abgeht. Hasta mañana.